Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles kommt zurück Box von Alpagan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, so natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles kommt zurück von Alpagan aus dem Jahr 2013. Wir haben hier eine schwarze Box, relativ ungewöhnlich von der Form her. Auf der Oberseite, auf dem Deckel, lesen wir Major Moves, Alpagan, alles kommt zurück. Ansonsten ist die Box wirklich komplett in schwarz gehalten, glatt schwarz, es spiegelt hier sehr stark. Und auch auf der Unterseite haben wir lediglich einen Barcode von Major Moves, ansonsten hier nichts weiter zu lesen. Gut, dann werden wir das Ganze mal öffnen. Deckel ist nicht zum Aufklappen, sondern der geht wirklich komplett runter. So sieht das Ganze von innen aus, glatt weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, das Album an sich, einen Schlüsselanhänger und ein Poster. Auch hier innen weiß. Wir machen das Ganze mal wieder zu. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Alpagan, alles kommt zurück. Hier oben lesen wir noch Major Moves präsentiert. Und dann haben wir hier so ein interessantes Coverbild. Und zwar haben wir hier einmal Alpagan abgebildet. Hier so in Grau bzw. Schwarz-Weiß. Sieht etwas ernster aus. Und dahinter, das Gesicht bröckelt auseinander, haben wir nochmals Alpagan. Allerdings hier mit stark lächelndem Auge. Also... oder lächelnd im Gesicht, nicht nur Auge. Also als würde er irgendwie ja, sich über irgendetwas sehr freuen. Eventuell eben, dass irgendjemand bekommt, was er verdient. Der Name ist Programm, alles kommt zurück. Premium Edition lesen wir hier noch. Und hier unten noch das Logo von Alpagan plus der Schriftzug von Major Moves. Was natürlich auch mal direkt auf den ersten Blick auffällt, ist, dass wir es mit einem Super Jewel Case zu tun haben. Fällt mir sehr gut. Auf der Seite lesen wir, alles kommt zurück, Premium Edition Major Moves. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracks aufgelistet. Wir haben 24 Tracks an der Zahl. Und wir haben jede Menge Features. Und zwar haben wir Features von DJ Ganji, Mo Mitchell, Dylan Koshnav, Chaser, PA Sports, Silla, ja, und ich glaube, das war's an Features. Von diesen 24 Tracks sind zwei Tracks meine Favoriten. Und zwar ist das einmal Track Nummer 4, Alles kommt zurück, und dann der Track mit PA, also Track 21, ALPA. Darunter haben wir noch einen Barcode und die Credits zum Album. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also wir haben hier einmal einen Tourflyer zur Alles kommt zurück Tour 2013. Hier die Dates. Und was haben wir hier noch? Alpagan Shirts. Okay, also diese Shirts kann man bestellen. Und noch Social Media bzw. Internetauftritte. Dann haben wir das eigentliche Booklet. Cover kennen wir bereits. Alpagan hier vor dem Abendhimmel in schwarzer Jacke mit schwarzer Mütze. Und dann haben wir hier die ersten Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Alpagan und ein 100-Euro-Schein dürfte diesem Track hier geschuldet sein. Nummer 5 grüner Schein, in dem es ja vor allem darum geht, wie Geld unser Leben beeinflusst. Dann hier eine Doppelseite, was steht hier? Notfallbereitstellungsraum. Okay. Weitere Tracks an der Zahl, weitere Aufnahmen von Alpa. Und dann hier der Abschluss. Dann haben wir hier noch die Credits.
und hier noch das Alperen Logo inklusive Major Moves. So, inklusive Tourflyer werden wir das Ganze mal wieder verstauen. Die CD sieht so aus. Alpagan, alles kommt zurück. Premium Edition. Hier die beiden Köpfe, die beiden Gesichter von Alpa. So sieht die CD aus. Und dahinter haben wir wieder den Interpreten abgebildet. Dann haben wir einen Schlüsselanhänger. Oder generell einen Anhänger. Das ist so, ja, Hartplastik, durchsichtig. Dann haben wir hier den Schriftzug eben Major Moves, Alpagan, alles kommt zurück. Kann man von beiden Seiten gut lesen. Und das Ganze hier mit so einem Ring befestigt. Bedeutet, ihr könnt das natürlich auf euren Schlüsselbund oder je nachdem, wo ihr wollt, festmachen. Ist jetzt nicht ganz so meins. Also ich bin generell nicht so der Riesenfan von Schlüsselanhängern, aber gerade der ist dann doch relativ klobig und dadurch, dass das so hart ist, kann man es auch irgendwie schwer verstauen. Also mich würde das, glaube ich, eher in der Tasche, in der Hosentasche stören. Aber ist auf jeden Fall eine nette Sache. Muss man nicht an den Schlüsselbund hängen, kann man ja sonst wo verwenden. Dann haben wir ein Poster. Das dürfte etwas größer sein. Schauen wir mal. Ah, es geht. Also wir haben hier Alpagan in Hochformat. Das ist die Frage. Das knittert leider. So. So sieht das aus. Oben hellblauer strahlender Himmel. Ganz oben haben wir dann auch noch, sieht man leider schwer, hier das Logo von Alpagan, das Wappen. Und dann haben wir hier die Schriftzüge Major Moves, Alpagan, alles kommt zurück und die Internetseite www.alpagan.de. Das Foto kennen wir schon aus dem Booklet. Hier rechts hätten wir dann wieder dieses Schild mit diesem Bereitstellungsraum. Und ja, Alpagan in Winterjacke, schwarzer Mütze, hier im Hochformat. Rückseite ist unbedruckt, also das Ganze einseitig. So, die Frage, ob ich das so wieder zusammenbekomme, aber ich denke schon. Jawohl. So, sieht gut aus. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein T-Shirt. Also, weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck. Major Moves lesen wir hier oben. Alpagan, alles kommt zurück. Neckprint haben wir in diesem Fall keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das T-Shirt nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße T-Shirt mit dem schwarzen Aufdruck, mit der Aufschrift Major Moves, Alpa Gun und darunter dann in der großen Schrift Alles kommt zurück. Sehr klassisch gehalten, weißes Shirt und dann die schwarze Schrift. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht ganz so der Fan von diesen Shirts, wo einfach nur Interpret und der Albumtitel abgedruckt ist. Auch wenn ich die Schrift sehr feiere, also dieses Alles kommt zurück von der Schriftart, gefällt mir richtig gut. Aber rein so von der Optik, rein von der Gestaltung ist es mir dann doch etwas zu schlicht gehalten. Aber der ein oder andere wird sich sicher über so ein T-Shirt freuen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann das Poster, wie gesagt einseitig bedruckt im Hochformat, dieser Schlüsselanhänger, dieser Anhänger mit dem Alles kommt zurück Schriftzug und das Album an sich, Alles kommt zurück im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box. Alles kommt zurück von Alpagan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box?
schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alpagan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.